Herzlich willkommen zurück in Hogwarts. Okay, was ich jetzt nicht gedacht hätte, dass der bei uns im Aufenthaltsraum hängt. Da habe ich jetzt natürlich nicht drüber nachgedacht. Übrigens, diesen kleinen Faden, der so vor mir geschwebt ist gerade, das meinte ich vorhin. Sie wollten mich sehen, Sir? Ja, gestatten Sie mir, mich vorzustellen. So wenige Schüler kennen mich heutzutage. Eldridge Diggory, ehemaliger Zaubereiminister und Gründer des Auroren-Rekrutierungsprogramms. Ich glaube, Sie können helfen, einen jahrzehntealten Mord aufzuklären. Oha. Dank des Buches und vor allem der fehlenden Seiten. Woher wissen Sie von dem Buch und den Seiten? Wir Porträts hören mehr, als man denkt, und die meisten von uns können ein Geheimnis bewahren. Und was sagen Sie? Sicher wäre eine Hufflepuff wie Sie geneigt, für längst überfällige Gerechtigkeit zu sorgen. Ein Mord? Ja, klingt wirklich spannend. Ich werde tun, was ich kann. Wunderbar. Ich freue mich, dass ich mit Ihnen richtig lag. Meine Großnichte Helen Thistlewood kennt die Details. Sie ist im Ruhestand, war aber zu ihrer Zeit eine große Aurorin. Und der ungelöste Mord, von dem ich spreche, war ihr Fall. Ich besuche oft mein Porträt in ihrem Haus im nahegelegenen Upper Hogsfield. Soll ich ihr sagen, dass Sie kommen? Wie sollen ein paar Buchseiten ihr helfen, einen alten Fall zu lösen? Ein Junge verschwand mit diesen Seiten, aber man fand nie die Leiche. Trotzdem wurde ein Mädchen für den Mord verurteilt. Diese Seiten scheinen sie zu entlasten. Meine Großnichte kann Ihnen mehr darüber erzählen. Können Sie mir mehr über Ihre Großnichte erzählen? Die beste Aurorin, die es gibt. Jahrgangsbeste und später vorbildliche Dienerin des Ministeriums. Und ihr Funke ist auch im Ruhestand nicht erloschen. Sie und ich unterhalten uns oft über alte Fälle und unsere große Zeit. Nun, es ist auch mal schön, von den Schülern wegzukommen und mit jemandem zu sprechen, der mit meinem Erbe vertraut ist. Wann waren Sie Zaubereiminister? Vor über 100 Jahren. 1733 bis 1747. Ach, die Geschichten, die ich erzählen könnte. Ich hatte nicht die Gelegenheit, alles zu tun, was ich wollte. Ich war gerade dabei, Azkaban zu reformieren, als die Drachenpocken mein Leben verkürzten. Bis zum bitteren Ende habe ich Funken genießt. Ich werde umgehend zu ihr gehen. Fabelhaft. Ich denke, mit ihrer Neigung für harte Arbeit und Helens scharfem Verstand werden beide Rätsel schneller gelöst, als sie denken. Ich sehe sie dann dort. Bald, hoffe ich. Ja, als Gefangener der Liebe. Natürlich müssen wir da weitermachen und natürlich ist es wieder über 1 Kilometer. Deswegen, sobald ich mich endlich mal wieder vernünftig bewegen kann, laufe ich gleich zum Zielort und wir sehen uns gleich wieder. Ja, in der letzten Folge ging es ja hier so ein bisschen Schlag auf Schlag. Und genauso ähnlich wie jetzt gerade mit der Vase oder was das jetzt gerade war. Ja, und jetzt müssen wir mit Helen Thistlewood sprechen. Ich muss mal schauen, wo wir überhaupt rum müssen. Ach, das sind 1000 Kilometer. Das ist ja doch noch ein ganzes Stück. Dann würde ich sagen... Was war das? Moment. Das nehmen wir noch direkt mit. Der Hogwarts-Architekt. Der Hogwarts-Architekt, hier umgeben von den 4 Hausmaskottchen, entwarf und überwachte den Bau von Schloss Hogwarts gemeinsam mit der Gründerin Rowena Ravenclaw, die die Gestaltung des sich ständig verändernden Grundrisses zugeschrieben wird. Ja. Ja, cool. Haben wir wieder was gefunden hier. Ich sehe jetzt gerade, aber das war... Achso, das war die Sache aus der Bibliothek, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen hier rum. Also, ich würde sagen, hier haben wir auch nochmal einen Auftrag. Oder was? Oder wie? Oder? Eine interessante Stunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Schaff war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Du hast mir Ärger gebrockt. Ja, hat er, aber keine Ursache. Professor Sharp war nicht erfreut, aber es ist alles in Ordnung. Das ist es bestimmt. Er hat sicher gelacht, als wir weg waren.
Sharp mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte gehen. Nächstes Mal gibt's weniger Explosionen. Versprochen. Eins der Porträts in unserem Gemeinschaftsraum will mit dir reden. Eldridge Diggory. Er war mal Zaubereiminister, glaube ich. Okay. Emilio. Dann schauen wir mal eben. Emilio. Genau, hier haben wir nämlich noch was. Das wollte ich. Hallo? Das wollte ich noch kurz einsammeln. Ja, steht aber nicht drin, was es ist. Dann hier links haben wir auch noch was, sehe ich gerade. Was ist das denn? Warten. Okay, wo drauf? Ach, guck mal. Du hast mich gerufen, Gareth? Ja, nachdem du mir schon mit der Fupafeder geholfen hast, kommst du mir jetzt gerade recht. Ich habe eine Idee für ein Getränk auf Basis von zischenden Whispies, aber eine wichtige Zutat fehlt. Okay. Du und deine Elixiere, wie kommst du bloß auf das alles? Es ist wirklich eine Gabe. Die Hauptzutat für zischende Whispies sind vermutlich getrocknete Billywick-Stacheln. Davon sollte es einen Vorrat im Keller vom Honigtopf geben. Ich würde sie ja selbst besorgen, aber meine misstrauische Tante Mathilda meint, ich soll mich auf den Zaubertränkeunterricht konzentrieren, nicht auf meine eigenen Gebräue. Ich hatte gehofft, du könntest deinen Geheimgang zum Honigtopfkeller folgen und getrocknete Billywick-Stacheln holen. Das klingt irgendwie falsch. Ja. Natürlich. Man weiß nie, wann man einen guten Fluchtweg aus dem Schloss braucht. Toll, danke. Aber du solltest wissen, dass es nicht gerade schnell geht. Er ist vor allem geheim. Der Gang ist hinter der Statue einer einäugigen Hexe im Flur im dritten Stock. Tippe sie mit deinem Zauberstab an und sage Descendium. Okay. Kann das nicht jemand kaufen? Ach so, das Zeug, was er haben will. Kann nicht jemand die Billywick-Stacheln für dich kaufen? Die kann man nicht kaufen und der Keller kann jederzeit verschlossen werden. Der beste Weg hinein. Und hinaus ist also der Geheimgang. Willst du, dass ich etwas aus einem Laden für dich stehle? Meine Güte, ich verlange ja nicht, dass du Gringotts ausraubst. Der Honigtopf hat ja mehr als genug davon. Die braucht man für Süßigkeiten. Die vermisst doch niemand. Mhm. Mal sehen, was ich tun kann, Gareth. Na gut, du darfst als Erste mein neuestes Gebräu probieren, wenn du mir hilfst. Vielleicht kann Amit mir bei den Hausaufgaben für Zaubertränke helfen, damit meine Tante die Zügel lockert. Ich muss diese getrockneten Billywick-Stacheln holen, damit Gareth sein Gebräu fertigstellen kann. Ja, wobei ich jetzt eigentlich gerade in den Gemeinschaftsraum rein wollte. Das ist jetzt alles wieder so ein bisschen durcheinander hier. Ach so, nee, ist das das jetzt? Auftrag verfolgen. Ja doch. Okay, das war's jetzt auch. Die Statue ja, dürfte leicht zu finden sein. Ja gut, dann gehen wir doch mal eben dahin, weil das ist nämlich gar nicht so weit. Das sind 65 Meter. Die Frage ist, ist es direkt hier? Irgendwo hier soll es doch sein, ne? Ja. Das scheint die richtige Statue zu sein. Was war das Passwort? Weiß ich nicht mehr. Aber du weißt es noch, Mädel. Oh, hier ist eine Kiste. Also hoffe ich doch zumindest, dass sie es noch weiß. So, Moment. Ach so, hier die Statue. Okay. Oh, wer hätte all das hier unten erwartet? Okay, ich weiß ja nicht so genau, was auf mich zukommt, wenn ich jetzt hier rumlaufe, ne? Oha, aber das sieht so aus. So geht's wohl runter. Sieht aber kaputt aus. Okay, dann müssen wir... Was war denn das Link jetzt nochmal? Ach, das war das mit dem Akio, genau. Dann würde ich sagen, ersetzen wir mal eben das Feuer. Repau. Dann hoffen wir mal, dass keiner kommt.
Das scheint gewirkt zu haben. Warum ist das so ein großer Aufzug? Okay. Dieses Schloss überrascht mich immer wieder. Ach, das sind die, die man einsetzt. Okay, ich dachte, die könnte ich mir jetzt per Akio holen, aber okay. Das funktioniert nicht. So. Mal schauen, was uns da erwartet. Ich hoffe, es ist nichts Böses. Es tut mir immer so leid, aber mein Hals ist irgendwie heute total daneben. Aber ich war so happy darüber, dass ich endlich ein bisschen Zeit hatte für Hogwarts. Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Ich glaube, das waren gerade Frösche oder sowas. Achso, das war eine Reflexion. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich doch lieber den Incendio mal wieder mit reinmachen. Da kommen wir nicht durch. Revelio. Frage ist, ist das jetzt alles nur Staub oder kommt da jetzt irgend so eine böse, wütende Spinne gleich raus? Ich sitze in der Falle. Wie komme ich hier raus? Das ist eine gute Frage. Irgendwas müssen wir mit dir machen. Ich weiß nicht, ob ich das hochheben kann. Oh je. ich befürchte, wir müssen dann doch heute noch kämpfen. Insane. Okay. Mal schauen. Da geht's weiter. Hier ist nichts mehr. Mal gucken, ob wir hier irgendwas noch haben. Da haben wir erstmal nichts. Dissendium für Süßes. So, so. Okay. Ich denke mal, dass das eigentlich Blödsinn war mit dem Unsichtbarmachen, aber da das ja jetzt so eine Geheimaktion quasi ist. Oh oh, hier wird gespeichert, das ist nicht gut. Ja, Moment, das ist doch der Eingang wieder, oder nicht? Hä? Oder ist das jetzt ein anderer? Hä? Moment. Nein, ach. Ich wollte eigentlich auf die Karte gucken. Es wäre auch schön, wenn du die mal öffnen würdest. Möchte sie nicht? Okay. Karte nicht verfügbar. Ach so, deswegen. Verstehe. Ja, aber hier ist ja alles frei. Das muss ja der Ort sein, wo wir herkamen. Dann ist jetzt die große Frage. Wie kommen wir dann da hoch? Also entweder können wir versuchen, drauf zu stehen und das Ding schweben zu lassen, das könnte eventuell hinhauen. Oder vielleicht können wir das Ding auch schweben lassen und danach hochklettern, das könnte auch sein. Was haben wir noch? Wir haben sonst nur noch Reparo. Reparo und unsichtbar. Können wir hier noch irgendwas abfackeln? Nicht wirklich, okay. Revelio. Na gut, dann wenn es mir gelingt, diese Plattform anzuheben, könnte es klappen. Ja, also okay. Mein erster Gedanke war richtig. Das ist gut. Ich muss irgendwie daran vorbei. Du kannst doch auch eigentlich. Hoffe ich. Lauf, lauf. Okay, ist das hier das Gleiche? Na, fast. Jetzt habe ich. Ja, ist ja gut. Ich habe kein Reparo mehr drin. Ja. Ja. Achso, Lumos haben wir auch noch, genau. Ich würde sagen, wir machen das mal fürs Linke. Ja. Erstmal fürs Linke. Reparo.
Machst du das auch? Okay, die Frage ist jetzt nur... Achso, da geht's weiter. Okay. Da muss ich... Ah. Okay, das wäre dann... Noch einmal, dann schaffe ich es rüber. Levius, irgendetwas steht der Plattform im Weg. Ja, wenn die das so sagt, noch einmal, dann ist das ja klar. Irgendwas steht der Plattform im Weg. Oben, das könnte ich theoretisch anziehen, oder? Drauf schießen funktioniert nämlich nicht. Ich würde sagen, dass wir das anziehen. Oder müssen wir das auch... Nee, ich glaube, wir müssen das anziehen. Gut, dann, wo ist denn da? Nehmen wir den wieder da rein. Okay. Und den dazu. Das hat geklappt. Ja, das hat geklappt, nur du bist nicht gesprungen. Hast du super gemacht, Mädel. Ganz toll. Jetzt wissen wir zumindest, was passiert, wenn wir nicht treffen. Also wenn wir runterfallen, meine ich. So, als Trostpreis darf man dann nochmal hier die Dinge einsammeln. Okay. Dann nochmal alles auf Anfang. Und jetzt bitte mit einem vernünftigen Sprung am Ende, ja? Da musste ich, glaube ich, noch rum, ne? Genau. Okay, was ist das? Revelio. Hat das jetzt irgendeine Das war nicht meine Absicht. Okay, da müssen wir nochmal eben auf Anfang gehen. Warum ist die jetzt... Oh, die sollte doch nicht ausweichen. Oh, also ehrlich. Oh, dafür können wir das jetzt auch noch mitnehmen. Oh, eine Maske. Die haben wir jetzt wahrscheinlich als Trostpreis dafür bekommen, damit wir nicht immer so nasse Haare bekommen, wenn wir hier durchlaufen. Beziehungsweise da reinspringen. Okay, gut. Moment, da müssen wir holen. Das muss sie doch packen, oder? Ich meine... Ja, geht doch. Sie ist nur einfach irgendwie zu doof dazu. Ja, der ein oder andere würde vielleicht sagen, ich bin zu doof dazu, aber egal. Revelio. Ach, das waren diese komischen Frösche. Die kann man gar nicht treffen. Ich dachte, vielleicht kriegt man irgendwie so Krötenfett oder irgendwas. Ich muss einen Weg finden, dieses Tor zu öffnen. Incendio. Ja, das war jetzt keine große Herausforderung, also... Riecht süß. Der Honigtopf muss in der Nähe sein. Okay, wenn der in der Nähe ist, sollte ich vielleicht so ein bisschen in Deckung gehen. Moment, ist das draußen? Nee. Scheint irgendwie auf der anderen Seite zu sein. Achso, hä? Habe ich jetzt alles hier eingesammelt? Nee, das noch nicht. Okay. Falsche Taste. Ja, sorry. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Revelio. Und wer's mit erstmal wieder unsichtbar machen würde? Der Honigtopf. Hä? Ich rieche Schokolade. Wo finde ich die getrockneten Billywig-Stacheln für Gareth? Das kann ich dir nicht sagen. Achso, das ist die Passage. Revelio. Kann ich hier doch sagen, das ist links. Aber ich gucke trotzdem mal, ob ich hier noch irgendetwas... Ich weiß ja auch nicht, wer hier alles so im Weg rumsteht gleich, ne? So. Hier war doch irgendwas da. Ich habe die Billywig-Stacheln. Jetzt zurück zu Gareth. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sein neues Rezept werden wird. Ja. Meinst du zurück zu Gareth? Ich soll jetzt nach oben, oder was? Hä? Ihr wollt mich doch veräppeln.
Echt jetzt? Ich würde es ja mal ausprobieren, ne? Aber wir sollten ja nach Hogwarts, denke ich mal, zurück. Ja, ja. Das ist quasi... Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Oh Gott. Nee, wir sind hier. Ja, wir sind da in dem... Ja, ja. Okay. Also nee, ich würde sagen, das mache ich jetzt mal nicht. Da steht zwar drin, dass ich eigentlich obenrum nach Hause soll. Ach so, was ich immer machen kann. Ich kann auch porten, ne? Das wäre doch viel einfacher und kürzer. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo er jetzt ist. Vor allen Dingen müsste ich die richtige Karte überhaupt erstmal haben. Ich trottel. Große Halle auswählen. Dann würde ich fast sagen, dass das so relativ am nächsten ist. So, dann müssen wir hier hoch. Ist der Weg lang? Nee, das ist hier direkt um die Ecke. Siehst du? Das brauche ich auch gar nicht rauszuschneiden. Das ist doch unten. Ja, ich sollte öfter unten auf die Pünktchen achten. Ich weiß, aber ich gucke dann oben und denke dann, hoch, warum bist du jetzt falsch gelaufen? Ist ja nicht schlimm. So, Garrett. Irgendwo hier musst du sein. Oben an der Treppe, glaube ich. Da ist er. Mann, das war eine Tortur. Ich habe die ganze Zeit gedacht, da kommt einer und es kam keiner. Hallo nochmal. Hallo, Gareth. Ich habe die Billywig-Stacheln. Du hast sie. Fantastisch. Was ist mit Bezahlung? Ja, genau. Aber ich soll ja was zu knabbern bekommen dann, ne? Gerne. Hier hast du sie. Genial. Kannst kaum erwarten. Danke nochmal. Ich melde mich, wenn mein zischendes Whisbier fertig ist. Ja, zischendes Whisbier. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt probieren möchte, ehrlich gesagt. Okay, wir sind schon Level 12. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wir sind so schnell gestiegen. Können wir da eigentlich irgendwas machen? Nee, nicht wirklich. Ausrüstung. Wir haben etwas Neues bekommen. Und zwar etwas, was nicht wirklich viel Unterschied macht. Dann lassen wir das mal so. Und, oh ja, sogar eine legendäre, oha, war aber auch nicht einfach zu entdecken. Ich bin beim ersten Mal ja komplett daran vorbeigelaufen. Gut, das hatte ich ausgeschaltet komplett, zack. Dann zeigt ihr mir an, wir hatten ja noch einen Hut, glaube ich, gefunden. Wir haben sogar, ah nee, der eine, den können wir noch nicht tragen, genau. Dann können wir den auf jeden Fall auch noch machen. Und visuell natürlich wie immer dann ausziehen. Zack. Was ist das denn hier für ein Ding daneben? Ach du Schande, ein Helm. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir damit erstmal soweit fertig. Inventar. Wie viele Inventarplätze haben wir denn? Nee, das ist Tierwesen. Wieso komme ich denn jetzt da rein? Egal. Wir müssen mal gucken. Wir haben als Auftrag Gefangene der Liebe, wo wir eigentlich ja schon jetzt hin wollten. Das können wir immer doch nicht machen. Ach, begib dich zum Akio-Duellbett. Oh, was ist das? Erstes Spiel. Das sind zwar Nebenquests, aber ich bin ganz ehrlich, die machen mir so unheimlich Spaß, dass ich das gerne machen würde. Dann würde ich sagen, verfolgen wir das Ganze doch mal. Und das ist nicht ganz so extrem weit weg. Dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht noch in dieser Folge hinbekommen. Oh Gott, seitdem Hogwarts ein Update heute hatte, ruckelt das Spiel aber ganz schön. Die Tür geht gar nicht mehr auf. Okay, ich gehe einfach hindurch, ist kein Thema. So, ich laufe jetzt irgendwie zwar richtig rum, aber ist doch ein bisschen... Ja, aber es ist wirklich seltsam. Also seitdem tatsächlich dieses Update jetzt gekommen ist, ruckelt... das Spiel total. Wir haben jetzt heute den 13.02.
Also, ja, eine halbe Woche, nee, Dienstag kam es raus. Also ziemlich genau eine Woche, nachdem das Spiel rausgekommen ist. Und das Update scheint wirklich mies zu sein, weil, wie gesagt, seitdem ruckelt es hier ohne Ende gerade. Ich schaue gleich auch mal bei den Einstellungen nach, wenn die Folge zu Ende ist, weil das geht so nicht. Da war doch gerade auch noch was da hinten. Ah, da können wir jetzt aber so nicht direkt hin, ne? Müssen wir hier durch? Ja, das ist irgendwas da unten, denke ich mal. Okay, hier müssen wir auch runter, nicht gegen die Säule laufen. Und... sind eigentlich gleich da. Aber wir dürfen noch nicht hin, weil wir erstmal hier noch die langen Gänge entlang laufen müssen. So kann man natürlich eine Folge auch voll bekommen, indem man erstmal überhaupt sein Ziel finden muss. Ich hätte auch gucken können, ob ich da importen kann. Ah, nein. Nein. Da habe ich so gar keine Lust. Aber vielleicht erklärt er mir das. Aber ich glaube nicht, dass er mir das erklärt, oder? Ich mache mal einmal, gehe ich da mal kurz rein. Komm. Aber ich hoffe, er kann es mir irgendwie erklären. Was machst du denn hier draußen? Dich zu einem Akio-Duell herausfordern. Es wird Zeit, dass du dich einem echten Gegner stellst. Außerhalb von Ronans Zauberkunstunterricht. Ein Akio-Duell ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Kräftemessen. Ein Härtetest für Hexen und Zauberer. Also... ja, ich mach's mal. Aber wenn er mir nicht erklärt, wie das überhaupt geht, dann habe ich eh dabei. Keine Chance. Legen wir los. Super. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. So, Platzregeln ist klar. Das Problem ist halt, was bringt mir das, wenn ich Akio rufe, wenn ich diesen blöden Ball nicht kontrollieren kann? Aus dem Handgelenk. Kann ich die auch irgendwie... Ah, jetzt. Okay. Ach, hier. Der zählt nicht, oder? Es gibt Schlimmeres. Akio. Ein Kinderspiel. Na komm, darf ich auch nochmal? Ja. Also es geht immer noch nicht, dass ich das loslasse oder... Komischerweise, wenn ich rumlaufe, kann ich die Zauber wirklich loslassen. Aber wenn ich dann versuche, hier drin irgendwas zu machen, auf diesem Übungsplatz, kann ich die Zauber nicht loslassen. Ich verstehe es nicht. Das kann ich leicht unterbieten, aber überbieten werde ich das nicht. Okay. Wenn der doch bloß oben drauf geblieben wäre. Naja, gut. Das ging ein bisschen daneben. Habe ich etwa gewonnen? Oh ja. Nee, das ging total daneben. Aber nur deswegen, weil mir keiner erklären will, wie ich dieses blöde Akio-Duell überhaupt führen kann. Haha, wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Noch das eine hätte ich Runde? Nicht gemacht. Nee, nee. Vielleicht ein andermal. Kann ich verstehen. Komm doch später wieder, wenn du es mit jemandem von meinem Talent aufnehmen kannst. Das wird vermutlich niemals passieren, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich würde sagen, das mit dem Akio-Duell, das war ja mal nischt. Dann schauen wir mal bei den Aufträgen. Das können wir jetzt nicht machen mit Expelliarmus, weil uns immer noch diese Sache mit den Ausweichrollen fehlt. Also werden wir, wenn uns nicht noch eine andere Quest dazu... Ach so, Moment, wir hatten doch... Moment, Eulenpost... Sie hatte mir doch was gesagt. Triff mich so... Nee, das ist das andere. Hä? Mir hatte doch einer was gesagt, dass ich zum Gemeinschaftsraum gehen soll. Übungspuppe steht bereit. Das sind aber die anderen Sachen. Hä? Hm. Also da war sie eindeutig drin, aber anscheinend kann ich nichts mit ihr machen. Ja, dann würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall, sollte keine Nebenquest dazwischen kommen, in der nächsten Folge mit der Hauptstory weitermachen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.